einfach phänomenal. Es gibt eine Studie aus den USA zum Beispiel, da ist eine Suchtforscherin, die hat herausgefunden, die hat Probanden genommen, 30 Leute genommen, hat die halbiert in zwei Hälften. Das waren alles welche, die weg vom Alkohol kommen wollten. Na? So, die einen haben ganz normal ihr Essen gekriegt und die anderen haben ketogene Ernährung bekommen. Ne? Alles in Flaschenform, also alles in Drinkform, damit keiner weiß, wer was kriegt. Und die, die das halt auf Keto-Basis gekriegt haben, die haben viel weniger Medikamente benötigt für die Entzugserscheinungen. Dankeschön, lieber Volker. Der Beitrag Familie und Alkohol, der hat mich umgeworfen. Wahnsinnig gut. Aber heute oder jetzt wollen wir auch darüber reden, welche Auswirkungen der Alkohol auf den Körper hat, auf die Seele, auf die Psyche. Und wenn ich das richtig verstanden habe gerade, der Körper liebt Alkohol. Ja, sagen wir mal so, weniger den Alkohol, sondern die Wirkung. Die Wirkung, die der Alkohol im Körper hinterlässt. Ne? Dieser Rausch, der da entsteht. Ne? Das ist ja wir von der Sache her, viele bezeichnen ja auch den Alkohol als Teufelszeug. Ne? Wir kennen ja alle Indianerfilme, ne? Wo die Neuankömmlinge, die Siedler da in den Regionen, in den Gebieten, wo die Indianer gelebt haben, die sich ja die Indianer teilweise mit dem Alkohol erkauft haben. Ne? Gerade die Häuptlinge und so weiter, besoffen gemacht und dann ne, Daumen unter den Vertrag. Man kann den Alkohol natürlich manipulativ einsetzen, aber der manipuliert auch selber einen selber. Ne? Vielen, in Anführungszeichen, deswegen genießt ja der Alkohol auch so eine herausragende Stellung und neben anderen Drogen, dass er uns einfach in einen anderen Körperzustand versetzt. Ne? Er gibt uns eine gewisse Leichtigkeit, er gibt uns so ein Rauschgefühl. Ne? Wir kommen emotional, stimmungsmäßig kommen wir in andere Sphären. Ne? Und das Fatale einfach an der Geschichte ist, dass das hält Minuten, Stunden, aber unterm Strich haben wir hinterher ist der Fall in das Gegenteilige. Der ist dann oftmals viel, viel tiefer. Ja, also wir sind vielleicht von unserem emotionalen Zustand, sind wir vielleicht hier. Jetzt trinken wir Alkohol. Boah, jetzt geht es nach oben. Ne? Und dann lässt die Rauschwirkung irgendwann nach und dann gehen wir aber, bam, wir gehen tiefer rein, als die Ausgangssituation war. Ne? Das beschreiben auch viele Menschen, die zum Teil oder die auch mit depressiven Verstimmungen zu tun haben. Ne? Das hängt auch mit dieser ganzen Hormongeschichte im Körper zusammen. Ne? Serotonin spielt da eine Rolle. Und man schafft es einfach oder wir haben uns in der Abhängigkeit vom Alkohol begeben in in so eine temporäre Befriedigung einfach von gewissen emotionalen Zuständen. Ne? Einerseits zum Ausgleich, einerseits meinen wir können damit für ein paar Stunden unsere Problemchen mal vergessen, was ja zum Teil auch funktioniert. Was aber nicht funktioniert, ist, dass der Alkohol die Probleme lösen kann. Im Gegenteil. Ja, es kommt zu Aufschieberitis. Man schiebt die Dinge vor sich her, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, und sie werden deswegen nicht kleiner, im Gegenteil. Ja, und ich tue mir selber ja auch keinen Gefallen. Ja, das ist einfach, wie Buddha schon sagte, alles kommt, bleibt eine Weile und vergeht wieder. Und so ist es auch mit der Wirkung des Alkohols. Ja, der Rauschzustand, der bleibt, der gefällt ab. Ja, und die Tristesse des Alltags ist einfach wieder da. Und wenn man das einfach ein bisschen erkennt, dass man seinen Alltag einfach schöner gestaltet, dass man genauso gut Rauschzustände, Glückszustände ohne Alkohol kreieren kann, dann hat man viel erreicht. Ne? Aber es ist ein Prozess, es ist einfach ein Weg. Ne? Wie wirkt sich denn jetzt der Alkohol auf den Körper selber aus?
Das ist ja bestimmt ein bisschen kompliziert. Also ich weiß nur, schütten rein hier oben. Und dann weiß ich auch, dass Menschen, die viel Alkohol trinken, dass das ja über die Haut ausdünstet und dass man das riecht. Also ich kannte einen, der hat Appleboy-Gegend, also im Frankfurter Raum gelebt. Und ich bin schwimmen gewesen mit ihm. Ich habe es nie gerochen. Also wir waren sehr oft zusammen, auch sehr viel unterwegs. Und ich bin getaucht. Ich kam hoch und dann, siehst ja, ich habe eine Brille, also sehe ich auch nicht so weit. Und dann habe ich ihn nur gerochen. Dann habe ich gedacht, der ist da vorne. Aber mir war vorher nie aufgefallen, dass der Apfelwein ausdünstet. Ist ja, kennen wir ja auch vom Knoblauch her. Ja. Ja, oder von anderen Sachen. Dass die Menschen oder der Geruch, man kann nur Menschen riechen, die krank sind. Aha. Na, so. Da gibt es welche, wer da sensibilisiert drauf ist, oder es gibt Menschen, ich sag mal so, die eine schlechte Körperausdünstungen haben, ne? Also wo der Schweiß sehr übel riecht, oder. Da kannst du davon ausgehen, dass irgendwas im Körper nicht richtig funktioniert. Na? Weil wir atmen nicht nur durch Mund und Nase, sondern wir atmen teilweise auch durch die Haut. Ne? Und deswegen haben sie ja auch früher zum Beispiel die Menschen geteert, wenn die geteert worden sind. Die sind ja früher mehr oder weniger dann auch erstickt, ne? Weil einfach die Sauerstoffaufnahme über die Haut gefehlt hat. Was macht der Alkohol im Körper? Also du musst davon ausgehen, wenn du jetzt du trinkst ein Glas Wein, dann fängt das im Mund schon an, im Mund, in der Mundschleimhaut, wird schon der Alkohol aufgenommen und geht in die Blutbahn. Ja, so. Und dann, du schluckst das runter. Dein Körper erkennt sofort, dass da eine Substanz reingekommen ist, die Gift ist. In dem Moment, baba, Alarmglocken hoch. Weil dann schalten Vorgänge und das Zeug kommt in die Leber rein. Ne? Vorderader-Kreislauf, aber das würde jetzt zu weit führen. Ne? Die Leber fängt sofort mit der Entgiftung an. Jetzt ist die Leber allerdings an 800 Prozessen, die in unserem Körper stattfinden, ist die Leber beteiligt. Ne? Also der ganze Stoffwechsel hängt von der Leber ab und Hormonproduktion, pipapo. Wenn du jetzt Alkohol trinkst, drosselt die Leber sofort diese anderen Vorgänge. Weil dieser Abbau des Alkohols hat Priorität, weil es wird als Zellgift erkannt, als Gift für den Körper und sofort fängt die Leber mit der Entgiftung an. Ja, die baut dann den Alkohol ab. Da gibt es so verschiedene Zwischenprodukte. Eins davon ist zum Beispiel das Acetat. Dann ist zum Beispiel auch ein Ketonester. Und dieses Acetat geht in die Blutbahn rein. Und geht zum Beispiel auch zum Gehirn. Und dadurch, dass unser Gehirn Ketonkörper besser verstoffwechselt als Glucose, kann sich das Gehirn zum Beispiel an dieses Acetat als Energieträger gewöhnen. Und wenn du zum Beispiel jetzt aufhörst, ne, angenommen, du konsumierst regelmäßig Alkohol, 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 ne, dann gewöhnt sich dein Gehirn an dieses Acetat als Energieträger. Und verlernt so ein bisschen die Glucose zu verstoffwechseln. Und das macht oftmals dann diese Entzugserscheinungen aus, wenn der Alkohol wegfällt, wenn das Gehirn für eine gewisse Zeit energielos ist. Und dann kommt es eben zu diesen Entzugserscheinungen, ne? Zittern bis hin zu Krampfanfällen, Delirium tremens, weil einfach das Gehirn hat keine Energie. Ne? So, und das ist einfach das Fatale, wenn man lange konsumiert. Was passiert noch im Körper? Klar, die Leber arbeitet auf Hochtouren. Ne? Es bleibt nie beim einen Glas Wein, es kommt der zweite, der dritte, der vierte dazu und das über 7 Tage die Woche. Jo, deine Leber, die ist natürlich ein übelstes, das ist ein Monsterorgan. Ne? Also das schafft nur locker am Tag 5 Flaschen Wein zu. Ne? Und das ist ja auch das, was beim Alkoholkranken dann passiert. Und das habe ich schon selber gespürt. Die Dosis, die ich gebraucht habe, ich war ja dann klassischer Spiegeltrinker. Ne? Der Körper gewöhnt sich dran, dass Alkohol kommt. Ne? Und aus den besagten Gründen nutzt er dann auch die Energie, die aus dem Stoffwechsel entsteht. Nicht nur im Gehirn, sondern nur generell.
Der Alkoholspiegel steigt, aber parallel dazu ist dein Körper in der Lage, auch immer mehr Alkohol pro Stunde abzubauen. Deswegen musst du wieder mehr trinken, damit du auf den Spiegel kommst. Ja, also das ist von der Sache her, pusht der Körper selber ein bisschen deinen Alkoholkonsum, weil er mit, man sagt ja so schön, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ja. weil es trainiert, das ist ein Training. Also der Körper ist in der Lage, in einer Stunde mehr Alkohol abzubauen, wenn immer mehr nachgegossen wird. Um aber dann in Spiegel zu haben, muss der Spiegeltrinker zum Beispiel seinen Alkoholkonsum immer weiter steigern. Ja, das war ja bei mir dann zum Schluss, war ein Kasten Bier für mich Normalität am Tag. Ja, so, und wenn ich Durst hatte, wurde es halt ein anderthalber Kasten. Ja, also, und klar, und wenn das dann wegfällt, dann entsteht erstmal eine unheimliche Energieleere im Körper. Ja? Kann ich mir vorstellen. Ja? So, ansonsten, wie gesagt, der Körper baut, was weiß ich, Summe X im Körper an Alkohol ab. Der restliche Alkohol, der schwirrt natürlich durchs System und richtet überall dort, wo er hinkommt, seine Schäden an. Ja? Man geht davon aus, dass der Alkoholismus ungefähr 200 Krankheiten oder dass dem Alkoholismus 200 Erkrankungen, Schädigungen an Organen nachgesagt werden, ne? die infolge von Alkoholkonsum dann im Körper einfach auftreten. Das hast du so ganz banale Geschichten wie Bluthochdruck, ne? Was natürlich auch wieder einen Rattenschwanz nach sich zieht. Da ja die Leber als Hauptentgiftungsorgan ihre normale Arbeit gar nicht mehr verrichten kann, haut deinen ganzen Stoffwechsel durcheinander. Ne? Es gibt viele, die, weil der Alkohol den Appetit anregt, die fangen einfach an, mehr zu essen. Was ist die Folge davon? Fettleibigkeit, Adipositas, ne? Herzbeschwerden, Diabetes. Ne? Das sind dann alles so Folgegeschichten, die ihre Ursache dann im Alkohol haben können. Ne? Ganz zu schweigen, es wird ja immer prognostiziert zu Krebs, ne? Zigaretten machen Krebs, aber der Alkohol nicht. Das ist auch so ein ganz fatales Fehldenken, weil überall dort, wo der Alkohol durchfließt, das beginnt im Mund, im Rachenraum, kann es zu Karzinomen kommen, also zu Krebsgeschehen. Ne? Im Rachenkrebs ist Speiseröhrenkrebs prädestiniert. Ne? Ganz zu schweigen von Magen-Darm-Trakt, ne? Leberzirrhose, logischerweise. Ne? Beginnend alles mit einer Fettleber. Fettleber ist immer noch umkehrbar, wenn man es rechtzeitig den Absprung schafft. Die Folge aber dann ist halt Leberzirrhose. Das heißt, es kommt zu Vernarbung der Leber und das ist dann totes Gewebe. Und das schafft dann selbst die Leber nicht mehr zu regenerieren. Na? So, und da kann es, wie gesagt, und bei Frauen gibt es einen Zusammenhang zwischen Alkoholismus und Brustkrebs zum Beispiel. Denkt auch keiner dran. Also es gibt so viele Facetten, so viele Möglichkeiten an Erkrankungen, die der Alkohol nach sich zieht. Ganz zu schweigen natürlich von den Schädigungen fürs Gehirn. Na? Es gibt sogenannte Korsakow-Syndrom, ne? Alkoholbedingte Demenz. Und das will man einfach, oder man möchte einfach Menschen, die das haben, das gönnt man niemand, nimmer seinen ärgsten Feind. Ne? Ganz zu schweigen halt Leistungsfähigkeit und so weiter. Ne? Also ich habe das bei mir, war es so, ich war nicht einer, der zusätzlich noch deswegen mehr gegessen hat. Im Gegenteil, ich habe relativ wenig gegessen. Ich hatte aber auch schon die Ansätze zur Fettleber. Also meine Leberwerte waren hoch. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die jetzt waren. Ne? Bei 1,76 habe ich dann nur noch 68 Kilo gewogen. Also ich hatte auch kaum noch Kraft und Power und so weiter. Ne? Und ja, das habe ungefähr, ich sag mal, ein Jahr gebraucht, bis ich so halbwegs wieder bei Kräften war. Ne? Die Leber, die hatte sich innerhalb von 5 Monaten regeneriert. Ne? Also so nach 5 Monaten waren meine Leberwerte wieder okay. Von Fettleber war nichts mehr zu sehen. Ne? Genau, und das war, ja, was ich gemerkt habe oder was bei mir noch nachwirkt, ist einfach so
Mundraum, Zähne, durch das viele Erbrechen. Ne? Morgendlich oftmals, ne? Wenn schon beim Gedanke, die Zahnbürste in den Mund stecken zu müssen, das war schon ein Kampf. Das ging oftmals erst, nachdem ich 2-3 Bier getrunken habe, weil sonst einfach der Würgereiz kam. Mhm. Ne? Und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Ne? Wenn immer wieder die Magensäure durch den Mundraum rauscht. Ne? Und das ist oftmals auch mit dem Grund, weswegen so die Speiseröhre kaputt geht. Ne? Ganz zu schweigen natürlich auch vom Magen. Ne? Du tust ja deinem Magen keinen Gefallen. Du tust den ganzen Verdauungstrakt keinen Gefallen. Ne? Wenn du immer wieder erbrichst und so weiter, das haut ja das ganze, die ganze Homöostase des Körpers, das Gleichgewicht des Körpers, in dem er sich normalerweise befindet, durcheinander. Weil die Magensäure, die ist für den Magen gedacht und nicht für, dass sie die Rolle rückwärts macht. Ne? Und ja, also man tut sich schon keinen großen Gefallen, wenn man wirklich zu viel Alkohol konsumiert. Und das täglich. Deswegen heißt es ja auch, deswegen wirst du nirgendwo im Internet wirst du was finden zum Thema risikolosen Alkoholkonsum, weil den gibt es nicht. Schon geringste Mengen hinterlassen Spuren. Deswegen spricht doch die Weltgesundheitsorganisation, mag man stehen zu ihr, wie er will, von einem risikoarmen Alkoholkonsum. Und der heißt für Frauen 12 Gramm, für Männer 24 Gramm Alkohol am Tag, maximal 4 Tage in der Woche. Also, dass man 2 bis 3 Tage in der Woche gar nichts trinkt. Dann bewegt man sich im risikoarmen Alkoholkonsum. Alles, was darüber hinausgeht, geht laut Weltgesundheitsorganisation schon in den Alkoholmissbrauch. Da zählt auch hinein, wenn du trinkst 6 Tage nichts, aber gibst dir einen Tag die Kante, kommst über diese als Mann über die 24 Gramm drüber hinaus, dann ist das schon Alkoholmissbrauch nach Definition. Oder du trinkst jeden Tag eben deine 24 Gramm, was ungefähr so zwischen 0,3 und einem halben Liter Bier ausmacht. Und das 7 Tage bist du schon im Alkoholmissbrauch nach Definition. Ja, und für die Frauen, diese 12 Gramm, das sind glaube ich 100 Milliliter Wein. Ja, also das ist, weiß Gott, nicht viel. Ja, wo man sagen, ja, wo risikoarmer Alkoholgenuss. Ja. Und wer jetzt mal checken will, wo er sich befindet und ob er vielleicht gefährdet ist, in die Richtung Alkoholismus abzudriften, der kann einfach mal eine Woche schauen, einfach mal einen Monat Alkoholfasten machen. Ja? Und dann einfach mal schauen, was passiert in diesem Monat alles mit ihm oder ihr. Ja? Weil selbst wenn man es wirklich mal schafft, im Monat auf Alkohol zu verzichten, da tun sich so viele Dinge im Körper wieder regenerieren, erholen und so weiter. Ne? Selbst bei einem Monat macht das schon was aus, dass es sein kann, dass man 2-3 Kilo abnimmt. Ja? Dass die Haut sich verbessert, dass man besser schläft. Ne? Das sind nur 3 Benefits, die man einfach davon haben kann. Ne? Kommt natürlich immer darauf an, wie viel habe ich konsumiert oder wo lag mein Konsum. Ne? So, aber so ist der Körper in der Lage, einfach sich wieder zu erholen. Ne? Und das ist immer wieder, wo ich sage, unser Körper ist einfach ein Geschenk. Ne? Und wir Menschen, wir bezeichnen uns als höchst entwickelte Individuen, die auf diesem Planeten wandern. Und wir sind die einzigen Idioten, die sich wissentlich dieses geniale Wunderwerk, was wir haben an Körper, die sich das wissentlich ruinieren durch den Lebensstil. Ne? Das ist ja nur Alkohol, Nikotin, andere Drogen. Unsere Ernährungsgewohnheiten, unser Arbeitsstil, unser Schlaf, unsere Schlafpraxis, unsere Geisteshygiene, das sind ja nur ein paar Beispiele, aber das alles trägt dazu bei, um diesen Körper so zu schrotten, dass mit 80, 90 Feierabend ist.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir halbwegs achtsam von klein auf, also das liegt natürlich dann oftmals in unseren Händen, da spielt das Thema, was wir vor uns hatten, ne? Wenn jetzt wirklich Eltern darauf achten würden, ne? Dass sie sagen, okay, wir möchten ein Kind haben, wir fangen in 7 Jahren an zu produzieren, ne? Bis dahin ernähren wir uns super, ne? Wir verzichten auf Drogen, Alkohol, wir achten auf einen geilen Lebensstil, ausreichend Schlaf und so weiter. Also wir bringen uns selber erstmal in Topform. Ne? So. Und das daraus entstandene Wesen, ne? Wenn das auch entsprechend darauf geachtet wird, im Heranwachsen, ernährungstechnisch, ne? Kopf her und so weiter, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir 130, 140 Jahre alt werden können, bei guter Gesundheit. Momentan ist es so, die Menschen werden immer älter da draußen, aber wenn wir da mal betrachten, unter welchen Umständen, früher hieß es mal so, Diabetes Typ 2 zum Beispiel, der sogenannte Alterszucker, den haben die Leute gekriegt ab 60. Den kriegen die Leute heute ab 30, ab 35 und jünger. Ja. Na? So. Und da kommen so viele Krankheiten, die wir durch unseren Lebensstil einfach generieren, dazu. Na? Dass wir zwar immer älter werden, aber Lebenszeit davon immer mehr an Krankheit verbringen. Na? So. Und dann eben, ja, ich bin ja jetzt 40 und da fangen die Wehwehchen an. Das ist absoluter Blödsinn. Na, das ist so ein Käse, der da erzählt wird. Einer der dümmsten Sprüche, der von Ärzten kommt, ist altersbedingter Verschleiß. Das ist ein Satz, gerade bei, wenn die Leute kommen mit Arthrose und so weiter, ne, Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden, ja, sie haben altersbedingten Verschleiß. Das ist in meinen Augen einer der dümmsten Sätze, den es überhaupt gibt. Weil da werden Referenzwerte von alten, kranken Menschen genommen. Und da bist du noch dicke da, wenn du ein halbwegs gescheites Gewebe hast. Ne? Genauso wie wenn Blutwerte, wenn Otto Normalbürger sein Blut untersuchen lässt, dann wird das verglichen in dem Labor, wo Blutproben von alten, kranken Menschen und da wird ein Mittelwert genommen und hast du dann im Vergleich zu denen super Werte. Schickst du dein Blut in ein Labor, wo Spitzensportlerblut analysiert wird oder von Top-Managern oder von Menschen, die einfach mehr in diesem Leben haben wollen, ne? die sich um ihren Körper kümmern, dann hast du im Blut wahrscheinlich, wo hinten und vorne überall ein Mangel drin ist. Ne? So, und das kommt immer darauf an, was will ich in diesem Leben? Will ich so lange wie es geht high performen, also bei guter Substitution sein, bei guter körperlicher und geistiger, mentaler Fähigkeiten? Oder gehe ich mit der breiten Masse, ne? Hol mir dann ab 40 meine Blutdrucktabletten ab, ab 50 mein Insulin, ne? So mit 55 die künstlichen Gelenke. Kann man machen. Ne? Wer den Weg gehen will, das steht ihm frei. Ne? Mein Weg ist es nicht mehr. Ne? Und das ist einfach eine Erkenntnis aus den letzten 21 Jahren, seitdem ich wirklich weg vom Alk bin, wo ich einfach sage, hey, wir können unser Leben woanders gestalten. Ne? Und dazu braucht es kein Alkohol, ne? So für die Zigaretten habe ich ein bisschen länger gebraucht, ne? Bin ich jetzt 11 Jahre frei von, ne? So und auf meine Ernährung achte ich jetzt wirklich, ich mal über den Daumen seit 2, 3 Jahren noch intensiver, ne? So, weil wenn einfach wirklich die Erkenntnis ist, du bist, ne? Das heißt ja immer so, du bist, was du isst. Wo ich meine Ayurveda-Ausbildung gemacht hatte, da kam dann diese Erkenntnis dazu, du bist, was du verdaust. Ja, weil essen kannst du kannst noch so gesunde Sachen essen, wenn dann dein Körper nicht in der Lage ist, das entsprechend zu verdauen und aufzunehmen, dann nützt dir das beste Essen nichts. Dann nützen dir die teuersten Supplements nichts, weil dann hast du maximal teure Pipi und teure AA produziert, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und
seit 3 Jahren oder vor 3 Jahren kam noch ein Hallo-Wach-Effekt bei mir dazu, wo ich physikalische Gefäßtherapie Behmer kennengelernt habe. Da kam dann für mich dazu, du bist letztendlich, was in deiner Zelle ankommt. Ja, weil das ist letztendlich die Essenz. Und wenn wir zurückgehen, wieder zur Zeugung, ja, eine Samenzelle, eine Eizelle, das ist unser Ursprung. Ne? Die haben sich getroffen, die haben sich lieb gehabt, ne? Und daraus sind wir entstanden. Also es beginnt auf Zellebene und dort gilt so anzusetzen, rund um das Thema Gesundheit, erhalten natürlich und natürlich auch um, wenn ich wieder in die Heilung kommen möchte. Da muss ich schauen, dass das in der Zelle ankommt, weil Krankheiten entstehen auf Zellebene und da kann ich nur dort mit der Heilung anfangen. Und alles andere, was uns die liebe Schulmedizin so präsentiert, teilweise führt überall hin, bloß in Richtung Heilung. Ne? Nichts gegen Schulmedizin, auf was Notfallmedizin betrifft, Infektionsgeschehen, ne? Operationssachen und so weiter. Aber was alles, was chronische Geschichten sind, was wir die letzten 2 Jahre erlebt haben, ne? Das dient letztendlich ja nur um Money, Money, Money. Ja, und da ist niemand an Heilung interessiert, sondern da ist dann interessiert, aus einem kranken Menschen den Kunde zu machen, den im System zu halten. Ne? Und da habe ich genug in den letzten 15 Jahren nur als Physio erlebt. Und das braucht kein Mensch eigentlich. Ja. Da gibt es viel, viel bessere Alternativen. Und das ist das, was ich einfach den Leuten ein bisschen mit vermitteln möchte. Fangt an und übernehmt wieder Verantwortung für euer Leben. Ja? Weil das haben wir einfach gelernt, die Verantwortung an alles Mögliche abzugeben. Ja? Sei es als Kind, wenn dich Mama an die Hand nimmt, wenn du, oh, wir müssen zum Onkel Doktor rennen, du hast einen bösen Husten, ne? Da fängt es ja an. Und dann kriegst du mit, ah, der Mann im weißen Kittel, das ist der kümmert sich um meine Gesundheit. Ja? So. Wieder andere, der kümmert sich um das für mich, der kümmert sich um das für mich. Ja, wir haben es ja in den letzten 50, 60 Jahren so ein bisschen antrainiert bekommen, alles abzugeben. Ja, und das Resultat, das haben wir jetzt. Ja, die Menschen rennen einfach blind hinterher. Irgendjemand, der als Erster präsentiert wird als Experte, ja, dem glauben wir. Ja, das haben wir 2 Jahre, reichlich 2 Jahre, bestens präsentiert bekommen. Ne? Und da gilt einfach anzusetzen, wieder die Menschen dahin zu bringen, übernimm Verantwortung für dein Leben, weil dann erkennst du, auf welchen Bullshit du eigentlich machst, was Alkohol betrifft, was Rauchen betrifft, ne? Was blindes auf Arbeit rennen, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen und. Ja, das Internet ist Fluch und Segen, aber das beschert uns Möglichkeiten, wie wir unser Leben, wie wir unseren Lebensunterhalt generieren können, ohne Ende. Ja, das macht es möglich, dass wir heute hier so sitzen können, ja, und unser, von der Sache her, unsere geistigen Ergüsse in die ganze Welt hinausbringen können. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die hat diese Erkenntnis, dass wir nicht nur Einfluss ausüben auf die unmittelbare Umgebung, wo wir leben, sondern dass wir Spuren im Universum hinterlassen. Das ist eine Erkenntnis, die schon seit 2600 Jahren, seit Buddhas Zeiten, das hat Buddha schon damals erkannt, dass du nicht nur durch dein Wirken an deinem Ort was veränderst, sondern dass du im ganzen Universum was hinterlässt, eine Spur. Ja, und das Internet macht das einfach noch deutlicher. Es macht es so noch deutlicher, wenn wir uns überlegen, du kaufst eine Jeans im Laden, vielleicht für 100 Euro, die irgendwo am anderen Ende der Welt in Bangladesch vielleicht für 50 Cent produziert wurde, die durch so viele Hände weltweit ging, ne, geschifft oder per Flugzeug, wie auch immer kam. Ne, so hinterlässt du alleine durch den Kauf von einer Jeans Spuren auf der ganzen Erde.
Und das darf uns bewusst werden. Ja, und jedes gesprochene Wort geht in die Atmosphäre hinein. Ja, deswegen achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte, auf deine, ne, das kennt ja jeder. Ne, aber wie wenige praktizieren es unterm Strich. Ne, und da, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir so viel erreichen da draußen. Ne, und dann bräuchten wir uns nie über Ukraine oder sonstiges unterhalten, weil dann gäbe es das alles. Ne, ne, dann würde die ganze Welt in, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen leben. Ne, wenn jeder in Frieden mit sich selber leben könnte. Oder wie man früher sagte, kehre vor deine eigenen Haustüre. Absolut. Ne? Also wenn ich, das war ja auch eben mit der Co-Abhängigkeit, wenn ich erstmal für mich sorge, also ich rede jetzt mal als Mutter, wenn die Kinder krank wurden, ich meine, die haben ja immer was mitgebracht, kennst ja auch, dann hast du erstmal alle versorgt und hast dich aber als Mutter gar nicht mehr um dich gekümmert, ich musste ja auch arbeiten gehen oder durfte, ich habe es ja wirklich sehr gerne gemacht. Ja, und wenn dann alle fertig waren, war die Mutter dann dran, weil sie dann praktisch fertig war. Ne? Und das ist ja auch was, du hast dich verausgabt, um alle gekümmert, um alle gesorgt, aber hast nicht um dich selber, also auf dich selber geschaut. Was brauchst du denn jetzt? Ne? Ja. Du hast dich einfach abhetzen lassen. Und ja, du hast die Senioren angesprochen gerade, die multimorbid sind. Also multimorbid heißt, viele Krankheiten haben. Das wird als normal angesehen. Ja. Das wird ganz, also auch wie du es beschrieben hast. Mir hat eine Freundin vor 3 Wochen, habe ich die angeschrieben. Also ich kenne die noch von früher, als ich in Bayern gelebt habe. Und die ist 55 Jahre alt und hat ein neues Kniegelenk bekommen. Ja, oder 55, ist das nicht ein bisschen früh? Ah, und sowieso, warum brauche ich einen Ersatzteil? Ich bin kein Auto. Weißt du? Ne? Aber dann wären wir beim Auto. Beim Auto schauen wir auch, dass das Auto das beste Öl bekommt. Aber was bekommen wir? Wieso? Was kaufen wir für uns? Wieso? Ist egal, was wir uns jetzt reinschütten. Ne? Ich habe von meiner eine Tochter hat jetzt auch die Tage den Mülleimer geleert und habe gestaunt, was sie sich alles am Wochenende reingepfiffen hat. Also diese sind Sachen, die esse ich nicht. Ne? Also die mochte ich noch nie. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das Kind weiß es. Die kennt sich ja sowieso super gut mit Ernährung aus. Sie weiß es, aber wenn sie meint, sie muss es essen, dann muss sie es tun. Das ist einfach machen? So. Ne? Wir... Jeder Mensch hat einen, ich sag mal, einen Wissensstand XY. Ne? So, und von dieser Basis aus betrachtet er sein Leben und von dieser Basis aus meint er, das Beste für sich zu tun oder für seine Kinder auch. Ne? Und wenn es der größte Blödsinn ist, wie sich vielleicht erst Jahre später herausstellen wird. Ne? Aber wir sollten immer davon ausgehen, dass... Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, aus ihrem besten Wissen und Gewissen heraus, von dem damaligen Standpunkt aus. Der kann 10 Jahre später als größter Blödsinn ergeben. Ja? So. Die meisten Menschen da draußen haben ihre vorgefertigte, ihre feste Überzeugung, Meinung. Dat, ne? So. Frag 10 Leute, wie sie sich ernähren. Jeder sagt dir, ja, ich ernähre mich gesund. Und du wirst 10 verschiedene Ernährungsformen kennenlernen und du das vielleicht bei allen 10, oh mein Gott, das ist doch nicht gesund. Ja, weil jeder hat eine andere Vorstellung von Gesundheit. Mhm. Ja, so. Das ganze, unser ganzes System, in dem wir leben, das ist überaltet. Das hat nichts mehr, das beginnt ja schon bei den Ausbildungen, das beginnt beim Arztstudium. Die kriegen immer noch das Gleiche gelehrt wie vor 100 Jahren. Obwohl es schon total neue Erkenntnisse gibt. Ja, da kannst du sämtliche Therapeuten hernehmen, da kannst du die Ernährung hernehmen. Da wird so nur altes Wissen. Wenn du die Ernährungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hernimmst, das ist zum Teil 50 Jahre alt. Ja, da wird mal hier ein bisschen angepasst. Aber Ziel ist es doch, wir leben im Kapitalismus. Und das begreifen viele. Ne? Der Kapitalismus ist eine Ausbeutergesellschaft.
Na, so. Der Arbeiter ist das, Anführungszeichen, das ausgebeutete Tier. Wie wenn ich mir ein Pferd halte, was vor meinem Pflug spanne, dann ist das Pferd mein Arbeitsgerät. Und so ist der Arbeiter im Kapitalismus. So. Klar, um das System aufrechtzuerhalten, wird der Arbeiter natürlich so gehalten, ne, dass er ne, so 40, 45 Jahre arbeiten kann. Und ich habe es erlebt, in meiner ersten Arbeitsstelle haben wir so ambulante Kuren gehabt. Ne? Und da kamen viele, die gerade so ein Jahr zu Hause waren, halbes Jahr zu Hause waren, ne? in Ruhestand gegangen sind. So, und die kamen und haben gesagt, oh, solange ich gearbeitet habe, hat mir nichts gefehlt. Kaum war ich Vierteljahr zu Hause, fing das an. Ne? So, hab ich gesagt, ist ja ganz normal. Solange du in deinem Rhythmus drin bist, solange du unter Strom stehst, wird dein System dafür sorgen, dass du funktionierst. Ne? Da gibt es hormonelle Ausschüttung, ne? Das Adrenalin, die ganzen Stresshormone sind relativ hoch und dann hast du auch keine Wahrnehmung für die Stellen, die zwicken, wo eigentlich Handlungsbedarf besteht. Hast du mal Rückenschmerzen? Ja, kommt von alleine, geht von alleine. Ne? Diese Klassiker. So, jetzt kommst du zur Ruhe, ein Monat, zwei Monate, und dein Körper denkt, oh boah, ey, ist ja geil, jetzt hat er Zeit für mich. Und dann schießt er die eine nach der anderen Krankheit raus. Eine nach der anderen kommt, ich habe vorher nie was gehabt. Ja? So, und das ist eben ein, wir haben einen Lebensstil, wo wir uns immer mehr von uns selbst entfernen, wo wir uns abspalten, ne? Weil wir auch mit unserem Kopf, mit unserem Mind, wir sind im Außen. Ne? Und das ist natürlich alles so gewollt. Ne? Deswegen hast du ja diese mega geilen Fernseher, ne? Und Netflix und hier und hast den nicht da und die Lebensmittel, die dienen ja letztendlich alle nur dazu, dich, ne? Brot und Spiele, hat man im alten Rom gesagt. Gebt den Leuten Brot und Spiele und sie sind zufrieden. Und nichts anderes passiert hier. Ne? Halte die Bevölkerung auf einem Niveau, auf einem geistigen Niveau, ne, wo sie nie anfangen, drüber nachzudenken. Weil nichts ist für eine Gesellschaft, für ein herrschendes System gefährlicher, als wie, wenn die Bevölkerung anfängt, Fragen zu stellen. Wenn die Bevölkerung anfängt, selber nachzudenken. Was tue ich hier eigentlich? Ne? So, und das ist, und da dürfen wir aber hinkommen. Da dürfen wir einfach hinkommen. Ne? Dass wir Fragen stellen. Das ist erlaubt, das ist unser Geburtsrecht. Unser Geburtsrecht ist einfach, Fragen zu stellen. Unser Geburtsrecht ist es, einen ausgewogenen Lebensstil entwickeln zu dürfen. Na? So. Und da ist es schön, da ist es einfach geil, wenn es Menschen gibt, die da vorangehen, in irgendeiner Form. So. Und da hilft es auch gerne mal, abseits von ARD und ZDF sich andere Sachen anzuschauen. Na? Ja, da gibt es einiges. Also ich bin selber erstaunt, was es überhaupt für Gedanken da in der Welt schon gibt und viele Sachen, die ich auch gesucht habe und die sind also insgesamt schon viel weiter. Was ja auch so eine Sache ist, das hat mir letztens einer gesagt und da bin ich wirklich auch d'accord, du gehst ja in dem Sinn nicht mehr arbeiten. Ne? Also du bist dein eigener Arbeitgeber, genauso wie ich. Und wenn das ganz viele Menschen machen, ihre eigenen Arbeitgeber werden oder sind, dann funktioniert einiges nicht mehr von dem viel gepriesenen Kapitalismus, was mir aber persönlich noch sehr wichtig ist. Du hast ja gesagt, wir leben im Außen. Ne, wir bringen alles nach außen und du hast auch schön gesagt, dass wir so nach innen gehen sollen. Wir müssen ja zurück zu unserer Quelle, zu unserem Ursprung. Ja. Und mir ist so wichtig, also in meiner Gegend ist das wenigstens so, hier wird alles gefällt, alles platt gemacht. Die Sträucher, die am Fahrradweg waren, die haben die dieses Frühjahr wieder alle runtergeschreddert. Die haben mir da ein paar Bäume weggeschreddert. Und mir ist es so wichtig, wir brauchen die Natur auch, ich rede jetzt nicht vom Baumbaden, aber von einem Spaziergang im Wald oder Bäume im Garten zu haben. Und ich rede nicht von den Bäumchen da, die 1,50 Meter hoch werden, sondern ich rede auch von den Bäumen, die 3, 4, 5 Meter hoch werden.
Also ich habe zum Beispiel, gut, ich kann das jetzt, aber ich habe zum Beispiel Mammutbäume im Garten, zwei, das sind mal, die ich zur Geburt meiner Kinder gekauft habe. Ne? Also, dass jeder, wer in der Stadt wohnt, dass der immer im Haus Pflanzen hat, lebende Pflanzen. Ich rede jetzt nicht von den Kunstpflanzen. Ne? Wer einen Balkon hat, dass der den Balkon bepflanzt und auch da seine Nahrung anbaut. Ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da gibt es auch Fachleute, die sich damit beschäftigt haben, was man in der Stadt alles anpflanzen kann. Aber dass man auch die Natur zurück ins Leben holt und zu sich reinlässt, weil ja, man erholt sich einfach. Also wenn man jetzt, also im Moment kommt man sehr schlecht rein, mein Eingang hier reingeht, also von der Straße her, da musst du erst so ein Stück reingehen. Wir haben im Moment ein paar Probleme, weil der Flieder blüht und es hängt alles so tief. Und vor 2 Jahren war einer hier im Hochsommer, das war der heiße Sommer, ne? Oder war der, nee, der war vor 2 Jahren. Und da sagte der, ja, bei mir habe ich alles weggemacht. Ne? Und dann waren die in der prallen Sonne, waren hier im Haus was ausmessen, waren total verschwitzt. Und dann kamen die wieder dahin, wo die Sträucher so dicht stehen. Und dann hat der nur gesagt, ach, wie schön ist das denn hier? So schön erfrischend, so schön einfach. Hier kann ich ja atmen. Und dann sagt er nämlich den Satz, und ich habe bei mir vom Haus gerade alles weggemacht. Da fiel ihm eigentlich auch erst auf, was er gemacht hat. Und du hast bei dir im Hintergrund das Meer. Also du lebst auch in der Nähe des Meeres. Das ist ja genau auch eine ganz andere Energie als die, die ich hier habe, wo Tagebau ist, wo alles zerstört wird, ne? Bewusst zerstört wird, muss ich ja dazu sagen. Das ist ja einfach das, was wir, wir leben 2022. Ne? Uns wird da draußen so viel Mist erzählt, ne? Mit dieser ganzen Klimageschichte, mit diesem Raubbau, den wir am Boden machen, ne? Sei es durch die Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, dieses Fracking und so weiter, ne? Und Energiekrise hin, Energiekrise her. Das sind eigentlich Lügen. Das sind die blanken Lügen, weil wir genug Technologie hätten, umsetzbare Technologie, um unsere Energie viel, viel umweltschonender bereitzustellen. Für alle. Und da siehst du, wie systemabhängig und was dahinter steckt. Wenn man sich einfach mal die Energiepreise, wir brauchen nur mal in unsere Nachbarländer zu gehen. Was es da an Zapfsäulen kostet. Mit welcher Berechtigung bezahlen wir hier so viel? Zum Teil 50, 60, 80 Cent mehr wie Tschechien, Polen, Österreich oder sonst wie. Na, das sieht man doch erstmal, wie wir hier verarscht werden. Und wir haben eine rot-grüne Regierung. Ich meine, das liegt jetzt nicht nur an den halben Jahr, wo die dran sind. Das wurde ja schon, das geht ja seit Jahrzehnten. Ne? So. 100 Jahre. Und das ist einfach, es gibt Technologien da draußen. Ich hab jetzt in China haben sie jetzt zwei Wasserstoffatome miteinander verbunden oder in einem Reaktor. Ne? So. Und es gibt so viel innovative Möglichkeiten, die in Schubladen drin hängen, die nur nicht zur Anwendung kommen, weil einfach wir in so einer Welt des Lobbyismus leben. Ne? Erdöl, ne? Diese ganzen Mineralölkonzerne. Macht In der Gier. Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, das sind Industriezweige, die haben es nicht auf deine Gesundheit und auf meine Gesundheit, sondern dir geht es nur um den Profit, um den nackten Profit. Und du kommst so schön von diesem Zeug, ich sage mal gerne, was es bei uns im Supermarkt gibt, das ist zu 80% Sondermüll. Ja. Ja, und gehört einfach auf den Müll und nicht in den Körper eines Menschen. Da, weil das bringt dich genau wieder, das bringt dich geradewegs hin zur nächsten, schön rein in die Pharmalobby. Da lachen die sich wieder einen Ast. Ne? Also mit dir wird von der Sache her, mit deinem Körper wird nur Geld verdient, wird Schindluder getrieben, wenn du es zulässt. Und die meisten erkennen es nicht. Die meisten denken ja, ach, die meint es doch nur gut mit mir. Nee, die meint es schon gut mit dir, aber die wollen dich so lange halten,
wie lange mit dir was zu verdienen ist. Ne? Und deswegen auch diese ganze, ne, diese Werbebranche und so weiter. Ne? Und dann nimm dies Schmiermittel fürs Gesicht und nimm das für die Haare. Und das sind doch alles nur, ne, Reinigungsmittel, ne, von Meister Proper angefangen bis, was weiß ich, was es da alles gibt, ne, bis so ein Spritzer Zitrone ins Wasser oder ein bisschen Essig ins Wasser macht genauso sauber. Ne? So, diese Suggerierung von 99,9% bakterienfrei, der größte Blödsinn, den wir machen können. Wir leben in Symbiose mit diesen Kleinst- und Lebewesen, mit diesen Bakterien, Viren, die gehören dazu. Die brauchen wir und umgedreht brauchen die uns. Dann ist Symbiose, die, sonst hätten wir die ganzen Millionen Jahre hier auf diesem Planeten nie überleben können. Ne? So, und alles andere ist einfach, sind Märchen. Ja, das wird uns erzählt, da ist ein Virus draußen. Die Menschen, die sterben nicht wegen dem Virus, sondern die sterben, weil sie vorher schon krank waren. Aber eben oftmals nicht, dass man die Symptome gleich spürt, sondern das ist ein schleichender Prozess. Das dauert 10, 15, 20 Jahre, bis die Krankheit manifest ist. Aber auf Zellebene sind wir wieder dort, wo wir vor uns, ne? Wo Gesundheit und Krankheit entsteht auf Zellebene. Und unser Körper ist so genial, dass er über Jahre kann da kompensieren, ohne dass ich selber was spüre, weil ich meinen Leistungsabbau ja mit meinem Alter begründe. Ja, so. Und das ist einfach, da darf es einfach, na, wir dürfen da einfach an Firmen oder gerade wie zum Beispiel die exogenen Ketone, die Firma wurde von Menschen gegründet, von Leuten gegründet, die es gar nicht nötig gehabt hätten, weil sie schon einen Haufen Kohle hatten. Aber die Vision, die dahinter steckt, Menschen besser zu machen, Menschen zu transformieren oder zu unterstützen auf ihrem Weg der Transformation. Ne? So, da zähle ich Behmer genauso dazu, den Peter Klein, der hatte auch diese Vision gehabt. Ne? Einfach den Menschen was in die Hand zu geben, wo sie ihr Leben besser machen können. Ne? Und das beginnt nur immer mit einer guten Gesundheit. Ne? So, und das... Ja, und mag sein, wie es will, wir haben da draußen so viele geniale Köpfe und klar dürfen die damit auch Geld verdienen, das ist ja ganz normal, weil das ist ja ein Energieausgleich. Du kriegst was und du musst was geben, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Viele Menschen da draußen meinen, ja, ich bin da, um die Hände aufzuhalten. Nee, das funktioniert auf Dauer nicht. Ja? Habe ich ja bei meinem Klientel genauso. Die geben Tausende, Hunderttausende aus, um sich durch den Alkohol zu ruinieren. Und dann kommst du und sagst, ja, ich kann dich gerne begleiten, ich kann dich gerne unterstützen, kostet aber. Wieso? Ich denke, du machst das umsonst ehrenamtlich. Und sagst, ja, auch mein Kühlschrank darf gefüllt werden. Und was meinst du, was das hinterlässt, wenn du nichts dafür bezahlen willst, wenn du das meinst so im Unterstübel, ach ja, gut, das kostet mich ja alles nichts. Dann passiert ja auch nichts, wenn ich wieder mal rückfällig werde, weil ich ja immer wieder zurückkommen kann. Ne? Und das ist unser System. Deswegen haben wir 70-90% Rückfallquote. Ne? So, weil die Menschen einfach denken, brauche ja nichts für machen. Aber das ist ein Weg. Das ist einfach ein Weg, eine Entwicklung. Und wer die nicht geht, wer die nicht gehen möchte, der soll es bleiben lassen. Ganz einfach. Ne? Ich bin da aber mittlerweile relativ schmerzfrei geworden, was das betrifft, das auch zu kommunizieren. Weil jeder trifft für sich selber die Entscheidung. Ja? Und keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Ja? Will ich ein besseres Leben haben? So, wo liegt mein Schmerz? Boom. Ja? So, ich habe mich da rein manövriert, nur ich selber kann mich da wieder rausholen. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, hole ich mir Unterstützung. Ja? Eigentlich relativ simpel. Ja, jetzt sind wir vom Alkoholismus auf die Welt gekommen, was ein Riesenzusammenhang ist, also auch altersgerecht. Die Ärzte sagen viel altersgerecht, das hat mein Zahnarzt mal gesagt, seitdem war ich nicht mehr bei ihm. Ist ja mittlerweile schon 5 Jahre her, weil ich mich gefragt habe, was heißt altersgerecht? Und ich habe mir dann nachher alles angesehen und dann habe ich angefangen zu suchen, was das überhaupt ist, was ich bei mir sehe.
Und daraufhin habe ich für mich persönlich entschieden, kein Arzt mehr. Also wir reden jetzt nicht, wenn Unfall oder so ist, das immer eine andere Variante, ein anderes Thema, ne? Und ich habe vor allen Dingen versucht, wieder zurück zur Natur zu gehen, da also zum Beispiel barfuß gehen, was ganz natürlich ist. Dann sagt man Nachbarn, ach, das ist ja viel zu kalt. Also ich laufe eigentlich schon ab März halt nackt rum, übertrieben, ne? Also kurze Hose, T-Shirt, wenn es nicht zu kalt ist oder dick eingemummt bin draußen. Und wir hatten ja letzte Woche schon alles richtig warm. Das heißt, sie müssen barfuß ins Gras gehen. Nein, das ist zu kalt. Ich kann nicht barfuß laufen. Gut, die Dame ist über 70, aber was heißt denn das? Und ich versuche auch immer nachzudenken, was haben meine Vorfahren gemacht? Was wohl, ja gut, die jetzt jünger sind als wir, die kennen das vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen. Aber dann sollten wir mal überlegen, was haben meine Großeltern, meine Urgroßeltern noch gemacht? Muss ich ja zum Beispiel in die Sonne setzen? Ich sitze gleich auf jeden Fall eine halbe Stunde in der Sonne. Und dann so, wie Gott mich geschaffen hat, damit möglichst viel dran kommt, ne? Ja, und dann sage ich, sag mal, Alia, du musst dich eincremen. Wenn ich das im März anfange mit dem Sonnenbaden, dann kann ich auch locker, wunderbar über das ganze Jahr eine halbe Stunde in die Sonne. Also auch in der tollsten Mittagssitze passiert mir, ich rede von mir, wohlgemerkt, gar nichts mehr. Ja. Ne? Ja gut, wenn ich einschlafe, dann kann das auch schon was anderes sein nach zwei Stunden. Ne? Das passiert schon mal. Ja, Volker, ich fand das total spannend. Ich bin wirklich froh und glücklich. Wir haben uns über Facebook kennengelernt, dass ich dich angesprochen habe. Ich habe so viel von dir lernen dürfen, mitnehmen dürfen. Und vor allen Dingen haben auch jetzt wieder ganz viele gehört, dass sie vom Denken her nicht alleine sind. Ja. Ne? Weil viele haben Angst und denken, sie sind alleine. Aber schaut auf euren Ursprung, auf eure Wurzel und tut das, was euer Herz sagt. Euer Herz sagt die Wahrheit. Und jeder Mensch, der eine Seele hat, der hat ein Herz. Und dann weiß er auch, was richtig ist. Ja. Super. Ja, da will ich gar nichts groß noch dazu sagen, weil das hast du jetzt wunderschön formuliert. Ne? So ist es einfach. Ne? Wir dürfen gerne wieder zu uns zurückkehren. Ne? Genau, dann danke ich dir und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder ein spannendes Thema für uns hast, dass wir dann wieder miteinander sprechen. Sehr gerne. Dankeschön, Volker. Sehr gerne, Ute. Ne? Ja. Vielen Dank und tschüssi. Tschüss. Achtung. Es war mir eine Freude. Wer war das denn? Das war Siri.